Leute, was geht? Herzlich willkommen zum nächsten Video. Ihr hört vielleicht schon an meiner Stimme. Heute gibt es kein lustiges Video, Freunde. Mich hat's erwischt. Erkältung. Pipapo. Bei mir gibt es heute Tee. Und keine Pfeife, Freunde. Ich habe gestern schon im Livestream ein bisschen was dazu gesagt. Beziehungsweise, ja, ihr seht das Video erst Donnerstag. Am Dienstag habe ich noch einen kurzen Livestream gemacht auf Twitch. Link ist unten in der Videobeschreibung, wer mir da folgen will. Ja, da habe ich quasi für meine Zuschauer noch eine Pfeife angemacht. Habe mit euch noch geraucht, aber nach 20 Minuten oder nach einer halben Stunde habe ich es aufgegeben. Es hat nicht geschmeckt, es hat keinen Spaß gemacht, es hat im Hals gedrückt. Und ja, Freunde, eigentlich soll das nur so ein kleines Infovideo werden, ja, Shisha rauchen bei einer Erkältung. Ich würde es euch nicht empfehlen, auch wenn jetzt viele wieder sagen, yo, rauch doch Minze, das erfrischt die Atemwege und alles sowas. Sicherlich, dieses mentholige Minze, meine Fresse, hör ich mich schwul an. Dieses mentholige Minze, das ist vielleicht ganz gut, ja, aber wiederum, der Rauch, das Nikotin, geht alles wieder in eure Lunge, ihr kriegt im Endeffekt noch schlechter Luft, das Ganze setzt sich wieder zu. Raucht lieber ein paar Tage nicht, Freunde, zieht euch Tee rein, pfeift euch hier Vitamin C rein, pures Vitamin C, was ist das hier, Vitamin C Pulver, Ascorbinsäure ist es, glaube ich, direkt, haut euch das mit dem Tee rein, esst Obst und Gemüse und alles sowas, wie gesagt, zieht euch Tee rein, Vitamin C und dann bin ich hoffentlich bis zum Wochenende, bis Sonntag wieder am Start. Ich hoffe, dass es sich in den nächsten Tagen bei mir hier bessert. Und auch noch ein wichtiges Thema. Man weiß dann erst die Gesundheit zu schätzen, wenn es wieder zu spät ist, wenn man wieder erkältet ist oder wenn man krank ist, ja. Also, Freunde, es gibt nichts Wichtigeres als die Gesundheit, will ich hier nochmal sagen. Mit keinem Geld der Welt könnt ihr euch Gesundheit kaufen, Freunde. Also, denkt mal ein bisschen drüber nach, falls, keine Ahnung, falls Leute so ein bisschen mit der Gesundheit ein bisschen spielen und sagen, jo, alles klar, scheiß auf die Gesundheit. Spätestens, wenn ihr krank seid, werdet ihr euch wünschen, wieder gesund zu sein, ja. So fühle ich mich gerade. Ja, gibt nicht mehr viel zu sagen. Ich mache das Video trotzdem für euch. Ich halte mich an meinen Plan, Freunde. Auch wenn ich eigentlich kein Video jetzt hätte machen müssen, weil es mir schlecht geht. Aber okay, für euch mache ich das. Ich will ja weiter dranbleiben, auch wenn es jetzt vielleicht mal wieder sinnlos Gelaber war und das vielleicht heute mal nicht so cool war, Freunde. Würde ich mich trotzdem über ein Däumchen nach oben freuen. Ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Vielleicht geht es mir dann gleich viel besser. Und wir sehen uns hoffentlich am Sonntag oder irgendwie zwischendurch, weil mein Job kommt ja auch noch, ja, und das, ach, meine Güte, hör mir bloß auf, ey. Alles sehr viel in der letzten Zeit. Aber okay, Freunde, es kommen auch wieder bessere Zeiten. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Ich wünsche mir selber gute Besserung. Toi, 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 dass es mir bald wieder besser geht, Freunde. Ich bin draußen, haut rein. Ciao, ciao.